Hey Leute, wir haben das Jahr 2020. Letztes Jahr trat Artikel 13 in Kraft und seitdem ist nichts mehr, wie es war. Wir alle haben gewusst, was passieren kann, doch niemand wollte wahrhaben, dass es wirklich so weit kommt. Alte Menschen in grauen Anzügen haben über Dinge entschieden, die wir doch eigentlich viel besser verstehen und selbst entscheiden sollten. Artikel 13. Ein Stück Papier. Ein Gesetz, das alles besser machen sollte. Doch am Ende haben die Regierungen die Macht und den Einfluss von YouTube bzw. Google unterschätzt. Sie haben unterschätzt, dass sich so ein Riesenkonzern nicht alles gefallen lässt. Am Ende haben wir jetzt zwar ein Gesetz, aber keine Plattform mehr, auf die es angewendet werden kann. Doch springen wir dafür noch einmal ein paar Monate in der Zeit zurück. Kurz vor der Einführung von Artikel 13 war der Aufschrei riesig, noch viel größer, als wir ihn aus dem Jahr 2018 kannten. YouTube selbst kündigte bereits relativ früh an, dass sie eher YouTube für ganz Europa schließen würden, als sich an dieses Gesetz in dieser Form zu halten. Viele YouTuber haben Videos zu diesem Thema gemacht, haben Petitionen gestartet, offene Briefe an Politiker geschrieben, die stimmberechtigt sind. Und am Ende gab es sogar Demonstrationen in allen europäischen Großstädten. Doch es half nicht. Die EU verabschiedete das Gesetz noch 2019 und gab YouTube und Co. einen Monat Zeit, das Gesetz umzusetzen. Keine 24 Stunden später startete auf YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch und Co. ein Countdown für die Schließung der Netzwerke. Ende. Noch 30 Tage und das war's. Ein Monat, in dem Google Zeit hatte, den Creatoren zu vermitteln, dass sie nicht länger auf ihrer Lieblingsplattform Videos hochladen können. Ein Monat, in dem Google und Co. zigtausende Menschen entlassen musste. Ein Monat, in dem YouTuber aus ganz Europa Zeit hatten, ihre letzten Videos hochzuladen. Das letzte Video auf YouTube Deutschland ging am 31. Januar 2019 um 23.41 Uhr online und ging 6 Minuten lang. Es gab also nur ein sehr kurzes Zeitfenster, in dem man das Video schauen konnte, bis YouTube dann am 1. Februar die Türen für Europa schließt. Das Video mit dem Titel Mein Einkauf vom 31.01.2019 wurde vom YouTuber Tanzverbot hochgeladen, der wohl noch nichts von Artikel 13 mitbekommen hatte. Das letzte deutsche Foto auf Instagram postete Simon Desue. Er kündigte ein dickes Gewinnspiel an, machte damit nochmal ordentlich Cash und wir können uns sicher sein, dass er es niemals auflösen wird. Der letzte deutsche Livestream auf Twitch kam natürlich von Monte. Er nutzte die Gunst der Stunde und machte in dieser Zeit noch einmal 80.000 Euro in einem Casino-Stream, um sich für die nachfolgende schwere Zeit zu wappnen. Ehrensache. Der letzte Facebook-Post kam von Angela Merkel. Sie wollte noch einmal betonen, dass sie nicht für Artikel 13 gestimmt hat, dass man sie bei der nächsten Wahl unterstützen soll, dass sie jetzt ein iPad hat und am Ende verabschiedete sie sich mit den Worten: Das Internet ist für uns alle futsch. Vom einen auf den anderen Tag gab es plötzlich tausende Influencer ohne Arbeit und jeder von ihnen ging anders mit der Situation um. Allen war jedoch klar, von jetzt an wird Geld verdienen harte Arbeit. So musste auch Bibi nachdenken und eröffnete kurzerhand ihren eigenen Shopping-QVC-Sender Bibis Beauty Shop im Fernsehen, wo es neben Bilou kurze Zeit später noch viele weitere neue Beauty-Produkte zu erwerben gab. Julian Bam produziert weiter seine kinoreifen Videos und zeigt sie nun auch genau da, im Kino. Leider wollten die meisten Kinos jedoch nur Blockbuster von Marvel und Co. zeigen. Daher beschloss Julian Bam, sich an Autokinos zu wenden. Diese zeigen nun jeden Freitag um 16 Uhr ein neues Julian Bam Video und das sogar deutschlandweit. Aber auch Vlogger wie Dena, Cheng, Hey Moritz und Co. haben es Bibi gleich getan und ihren eigenen Fernsehsender mit dem Namen Vlog24 gegründet, wo 24 Stunden an 7 Tagen die Woche Vlogs der ehemaligen YouTuber laufen. Doch nicht jeder ist traurig über Artikel 13 und die daraus resultierenden Konsequenzen. MTV zum Beispiel hat einen Neustart gewagt, da Musikvideos nun nicht mehr auf YouTube, sondern wieder altmodisch im TV angesehen werden. Außerdem boomt gerade die Buchindustrie, insbesondere durch den Verkauf von Koch- und Sachbüchern, enorm. Klar, ohne YouTube muss man ja irgendwo seine Rezepte herbekommen. Aber natürlich schaffen nicht alle den großen Durchbruch fernab vom Influencerleben auf YouTube und Co. Denn eins ist klar zu erkennen, es herrscht ein absolutes Überangebot an Content-Creatern und viele waren daher gezwungen, sich einen ähnlichen Job als Cutter oder Moderator zu suchen oder mussten letztendlich sogar nach Amerika auswandern und dort ihren Influencer-Traum von neuem in einer anderen Sprache anfangen.
Doch auch hier heißt es erstmal Stopp, denn Donald Trump verhängt ein Einreiseverbot an alle europäischen Influencer.